Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei einem kleinen neuen Projekt. Ich muss an dieser Stelle direkt am Anfang erstmal sagen, der Key wurde mir zur Verfügung gestellt. Das Spiel kam 2016 raus. Es heißt The Hive und ist quasi ein anderer Ansatz an Real-Time-Strategy. Quasi ein bisschen mit Story und sowas. Und ich möchte auch gar nicht so viel quatschen, sondern direkt reinstarten. Nur ich muss das direkt am Anfang erstmal sagen. Außerdem, ganz, ganz wichtig, was ich auch immer sagen muss, das ist natürlich auch ein wichtiger Disclaimer, dass ein Abo und ein Daumen nach oben natürlich wie immer umsonst ist und mich sehr freuen würden. So, den ihr dazu entscheiden solltet. Und wir starten rein. Ich habe schon mal reingeschaut. Es ist ganz nett. Es ist so ein bisschen Mix aus StarCraft und. Ja, eher so schon StarCraft ähnlich. Aber auch ein bisschen Command Conquer und mit Gerede und Dingen. Und es ist aber alles in Englisch. Das ist schon mal sehr, sehr anders für meinen Kanal. Normalerweise ist es mal alles auf Deutsch, was ich spiele. Ich habe auch überlegt, ob ich es übersetze. Aber na, ich habe es mal erstmal gelassen. Im schlimmsten Fall muss ich es nochmal übersetzen oder so, aber das Spiel soll wohl ungefähr 5 Stunden lang sein, laut Steam-Foren. Also, ob sich das jetzt lohnt, da 20 Stunden zu investieren für ein 5 Stunden Let's Play? Naja, ich weiß nicht. Ah, ich muss dafür erstmal... Ja, ich glaube, wir machen ganz normal, oder? Wir machen erstmal ganz normal. Wir dachten, wir wielded the power of the gods. Wir dachten, wir waren immortal. Wir waren wrong. Erde, 2175. And it was only the harbinger of a greater threat. Our technology was useless. For the first time in history, the Earth was united for a common goal. For survival. The construction of a massive colony ship began, the only hope for our future. Sacrifices were unavoidable. Only the sharpest and strongest of people could be chosen for the journey. The task took no less than 3 years, yet the inevitable impact was already near. In 2178, the world ended. We could only watch as billions of lives vanished in the blink of an eye. The Earth was swallowed in flames. The search for a new home began. A search that would take a human lifetime. Most of the people were preserved in cryogenic sleep to wait for our new reign. But finally, our long journey came to an end. We arrived at the edge of a suitable solar system. Within it, we found the New Eden. The weather was harsh, and sandstorms raged on the planet's surface, allowing only the survival of the strongest of species. But deep underground, sleeping in the City of Ancients, there were fountains teeming with new life. And there, a new species awoken to explore the unknown world. The Hive, meine lieben Freunde. Kurzer Story, falls ihr es nicht verstanden habt. Die Menschheit muss jetzt zusammentun für eine gemeinsame, gegen einen gemeinsamen quasi, für eine gemeinsame Sache und weil die Welt untergegangen ist oder drohte unterzugehen. Die Welt ist untergegangen, die Leute sind geflüchtet, haben einen neuen Planeten gefunden. New Eden quasi ist neue Eden, nur leben da auch andere Wesen. Und schauen wir mal. Arise, O Great One. The dawn of our empire is at hand. So. We are shadow without form. Shape us. So, dann bauen wir erstmal ein Hive. Das ist unsere erste Aufgabe. So, und das ist wirklich mal was komplett Ungewohntes bei mir, ne? Ein Real-Time-Strategy-Game. Also, ich bereite euch damit so ein bisschen darauf vor, was in Zukunft kommen wird noch. Es kommt demnächst. Demnächst. Demnächst ist immer gut bei mir. Irgendwann. Irgendwann. You have done well. We require food to thrive. Flesh of these creatures will satisfy our hunger. Ja, wir brauchen Essen zum Überleben. Und das Fleisch dieser Kreatur soll uns dabei helfen. Ich weiß nicht, ob wir lieber fischen sollten, aber egal. Wir machen es einfach. Wir machen das, was das Spiel von uns möchte. So genau, das Spiel bereitet euch so ein bisschen darauf vor, was in Zukunft irgendwann kommen wird, denn... Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. All kinds of creatures lurk in the darkness.
Build us a suitable army. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Das kann ich euch versprechen. So. Dann bauen wir mit dem mal direkt die Baracken hier auf. Da kommt auf euch was zu und das heißt C&C. Für Leute, die wissen, was C&C ist, es geht nicht um eine C&C-Maschine. Nein, Command & Conquer. Irgendwann kommt auch Command & Conquer. Das hat die EA ja wirklich wunderschön geremaked. Deswegen, oder geremaked, remastered. Mit Source Code veröffentlicht und so. Da können wir definitiv viel Spaß mit haben. Aber erstmal versuchen wir hier jetzt quasi Spaß mit zu haben. Und ich denke, das wird auch funktionieren. We require more food. Ja, more food. Dann besorgen wir uns mal eben mehr more food hier. Kein Problem. Potato ist dabei, ja. Ich besorge schon Essen, ja. Ja, Mama. Ich fahre zum Burger King, ist kein Problem. Ist ein bisschen blöd mit Mama, aber egal. Außerdem kann ich gar nicht fahren. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, aber egal. Ja, mein Advisor. Ich gehe zu Burger King. Und dann hole ich leckere Cheeseburger. So. Ja, genau, wir haben jetzt hier so eine Karte. Ich habe schon eine Sache gesehen, ich habe das schon mal angespielt. Hier unten guckt euch das Riesenvieh an. Da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Hier oben ist irgendwie Lava und sowas. Keine Ahnung, was hier oben so ist. Aber ich bin gespannt, weil, wie gesagt, das Spiel soll so ein bisschen mehr auf Story-Fokus legen. Ich meine, Command & Conquer hatte auch immer Story. Ganz neu ist dieser Ansatz dann eben nicht. Ich meine, jedes RTS hat irgendwie eine Story, aber das soll halt ein bisschen mehr mit Rätseln und Dingen und Mechaniken sein und so, ne? So, die erste Legion ist fertig. Oder die ersten Legionäre. Na gut, wir haben gleich genug Essen. Haben wir noch irgendwo einen Arbeiter? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, dann machen wir den zweiten Legionär. Okay. Wie gesagt, jetzt einfach mal was anderes. Our passage beyond is blocked. The door mechanism needed to open it is located near the catacombs. Ancient terror guards this unholy place. Light will consume it. Light the torches. Okay, so weit hatte ich schon gespielt. Ich muss gerade mal gucken, kann man hier jetzt in die Option gehen und nochmal ganz kurz die Lautstärke verändern, weil ich finde, die Musik kann leiser sein, Master laut. Und dann gerne so. Weil der Typ ist, also der zu mir spricht, ist immer ein bisschen leiser, finde ich. So. Ja, wollen wir da runtergehen, ne? Aber wir können, glaube ich, die Fackeln auch einfach so anmachen, oder? Können wir die anmachen? Ja, wir können die anmachen. Einfach mit der Maus können wir die anmachen. Was ich auch schon sehr interessant finde, dass das geht. Ah! So, wo sind unsere Einheiten hin? Potato ist ein bisschen durch den Wind hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist halt was ganz anderes. Ich will mich auch nicht blamieren, aber ich werde mich blamieren. Ich meine, nichts ist so sicher, als dass Potato sich blamieren wird. Ja, der will nicht loslassen von denen, okay. Na, hoffentlich überleben die einen Legionäre hier. Okay. Das ist unsere Belohnung. Ja, nehmen wir die Belohnung mal mit. Die Sachen kann man nicht mitnehmen. Moment, können die das mitnehmen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, die Kiste. Okay, Moment, die Kiste kann nur ein Arbeiter aufmachen. Dann lass uns doch mal ganz kurz einen Arbeiter hier runterbringen. Wir haben eh genug Essen. Wir können auch mal ganz kurz folgen. Oh. Ah, so, deswegen sieht das komisch aus. So, da ist unser Hive. Wir machen mal ein paar Arbeiter.
Wir brauchen mehr Ressourcen. Und dann können wir noch nebenher zweimal Hunter herstellen. Und da müssen wir, glaube ich, schon Baracken oder sowas bauen. Ah, da ist schon ein Arbeiter. Wunderbar. Der Arbeiter kommt hier runter und öffnet diese Kiste. Wo sind eigentlich diese Items dann? Frage ich mich gerade. Haben die Arbeiter die dann? Ich weiß es nicht. So, da läuft mein Arbeiter. Eine kleine Arbeiterdrohne. Na komm. Was ist da drin? Aber hat der das jetzt angezogen? Nee, ne? Nee. Hier unten keine Items auf jeden Fall. Ah. Oh. Ja, dann machen wir erstmal hier Unterschlupf. Und dann nehmen wir auch den anderen Arbeiter und bringen den mal ganz kurz wohin. Wo ist denn noch hier? Warte mal. Da. Noch mehr von den Kristallen abbauen. Ach so, die können sich heilen, die Einheiten. Wenn die in der Nähe von dem Hive sind, glaube ich, heilen die sich hoch. Ist der Arbeiter jetzt weg? Ah ne, da ist er. So, was können wir denn noch so schönes bauen? Hi Sandy. Ah, defensive, weiß ich nicht, wo das machen soll. Komm, ich weiß, ist da was? Wir gehen einfach mal los. Wobei, wir haben jetzt gerade ein bisschen die Möglichkeit, noch was zu bauen. Not enough food. Not enough food, ja egal. Dann wir bauen die beiden Einheiten, dann gehen wir los. Der ist am Fischen. Da unten ist auch noch zum Fischen. Dann gehen wir dahin. Wie gesagt, das ist ein bisschen anderes Spiel. Auch an die Sandy. Sandy. Mal ein bisschen anderes Spiel als sonst. War das Gollum? Hau mir ab mit Gollum, ey. So. Protectors of the long dead temple cities, once rulers of the underworld, now just a whisper in the wind. And their eternal watch. We have other uses for them. Aha. Okay. Ja, wie gesagt, heute ist das Spiel leider auf Englisch. Wir sollen die jetzt umbringen. Wir haben andere Verwendungszweck für die. Ich weiß nicht, was für einen Verwendungszweck wir für die haben. Ich meine, hoffentlich kriegen wir das überhaupt hin. Das sind ziemlich viele. Ja, die hauen auch ordentlich zu. Eine Einheit ist gleich tot bei mir. Ja. Jetzt ist eine Einheit gestorben. Ich muss die leider sterben lassen, weil sonst kommen die zu meinem Camp mit, ne? Wenn ich jetzt weglaufe, folgen die doch bestimmt. Aber wenn ich den eigentlich was geschafft habe. Das ist so traurig. Ach, ich hoffe, die kommen jetzt nicht an. Ja, wir brauchen mehr Essen auf jeden Fall. Wir müssen mehr Essen besorgen. Das heißt, wir sollten vielleicht mal ein paar Arbeiter wieder einstellen und dann noch mehr Essen machen. Wir werden es brauchen. Definitiv. Da unten können wir noch mehr Kristalle abbauen, aber brauchen wir Kristalle, ist immer die Frage, ne? Eigentlich ja nicht wirklich. Aber wir töten den hier mal ganz kurz und dann bauen wir noch mehr ab. Noch mehr Futter. Ah, dann den hier auch noch.
Da haben die beiden endlich mal wieder was zu tun hier. So, du baust da ab. Und du baust da ab. Bist fast gestorben. Alter Schwede. So. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, eine Hive Queen zu bauen. Eine Königin ist, glaube ich, nie verkehrt. So, wir wollen mehr essen. Ui, da ist aber ein dickes Ding. Ah, die kann sogar Einheiten herstellen. Interessant. So, die Ökonomie läuft schon mal ganz gut, würde ich sagen. Wir produzieren sehr viel Futter. Wir produzieren fast schneller Futter, als wir Einheiten herstellen können. Ist das der Untergrund von Hyrule? Ja, genau. Wir erobern den Untergrund von Hyrule. Ich habe heute ein neues Short hochgeladen, ne? Falls ihr da Interesse dran habt. Ist ein kleines Short zu, was ich mir denken kann, was vielleicht ein DLC so alles, oder was ein DLC behandeln könnte als Thema. Und hi Ghost Rider. Wie gesagt, ist mal ein anderes Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, auch wenn es ein bisschen gemütlicher ist gerade. Kann man das irgendwie so machen, dass das Ding hinterherläuft? Weil das Ding kann, glaube ich, nicht angreifen, oder? Ja, gehen wir nach hinten und dann so. Und dann laufen wir mal so los. Mal gucken, ob das jetzt reicht. Und wir fanden es das Short. Ich finde ja, ich werde langsam besser. Oh, der Trick war wirklich die Hive Queen. Wie ihr seht. Auf einmal ratzfatz mache ich alle tot. Problem ist, meine ganzen Nahkampfeinheiten sind dann tot. Und die brauchen echt ein bisschen lange zum Spawnen. Okay. Geht nochmal ganz kurz zurück. Wir gehen nochmal ganz kurz uns heilen. Und ich baue nochmal ganz kurz neue Einheiten. Das freut mich, dass euch meine Shorts gefallen. Das Spiel kann man übrigens, glaube ich, für 15 Euro kaufen. Vielleicht sollte man es im Angebot holen. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe noch keine Ahnung. Also das Spiel hier jetzt gerade. Zelda kostet 70. Ja, mal ein etwas anderes. Ich erwähne es auch nochmal ganz kurz, weil die Lady jetzt da ist, weil jetzt ein paar Leute im Twitch da sind. Der Key wurde mir gestellt. Ne? Das Spiel kam 2016 raus und ich möchte natürlich dann auch entsprechend das Spiel nochmal in seiner Gänze zeigen. Wenn ich schon umsonst bekomme. Ein anderes Spiel, was ich für heute angefragt hatte, habe ich nicht bekommen. Ich sage jetzt auch nicht, welches das ist, weil welches das ist, damit ihr nicht irgendwie sagt, oh, die blöde Jane, die haben Potato das Spiel nicht gegeben. Drückt mir mal lieber die Daumen, dass ich Starfield bekomme umsonst. Da könnt ihr mal die Daumen drücken.
So. The deaths of these petty creatures should satisfy the hunger of the old one. Move to the altar and prepare the ritual. Oh nein, ein Ritual. Ich weiß nicht, ob ich Lust auf ein Ritual habe, wenn ich ehrlich bin. Alles für Essen, ne? Okay. Oh, noch mehr Gegner. Da kommen immer mehr Gegner. Oh, das ist ein Amulett. Sagst du da Chill Gollum? Ja, ich glaube auch. Warte mal, was ist denn hier unten eigentlich? Ah, da ist auch wieder ein Gegner. Mehrere Gegner. Aber wir versuchen es. Oh, das sind ganz schön viele Gegner jetzt. Oh nein, unsere Hälfte ist tot. Das erinnert dich gut. Also mit dem Rear Under Attack war aber nicht hier gemeint, ne? Nee, nee. Nach Hause. Da unten sind da noch. Warum stehen hier noch Einheiten? Achso, weil ich die vorhin gespawnt habe, okay. Ja, gut. Dann geht ihr aber nach Hause, ihr bleibt da vorne stehen. Ihr geht kurz nach Hause und halt euch hier hoch, während ich schon mal neue Einheiten baue. Und eine neue Hive Queen. So. Und bei euch, alles gut bei euch im Chat. Ich überlege, ob ich das hier noch zusammenschneiden oder so, weil ich meine, es ist halt ein RTS, ne? Ich überlege auch bei Command Conquer, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Command Conquer noch nicht angefangen habe, ob wenn ich Command Conquer dann irgendwann spiele, ob ich das zusammenschneide ein bisschen. Weil ich meine, RTS-Gameplay hin oder her, aber es ist halt nicht das spannendste Gameplay, finde ich. Also Multiplayer, ja, aber... Ja, muss, ne? Muss. Das habe ich eine relativ große Armee. Da wollen wir mal schauen. Ob diese Armee überlebt. Kann man eigentlich auf Zahlen Einheiten legen? Nee, ne? Nee. Schade. Und dann könnte ich mich jetzt wirklich immer die Fernkämpfer und Nahkämpfer einzeln ansteuern. Mussten wir vielleicht sogar hier lang? Nee, wir müssen hier oben irgendwo. Warte mal, das ist auch der falsche Ort. Das ist die falsche Richtung, die wir gehen. Wo ist denn dieses Ritual, was wir machen sollen? Ah, ich habe keine Ahnung, wo das Ritual ist. Ist das vielleicht der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Oh, die haben auch Fernkampfangriffe. Die Truhe können wir leider nicht öffnen, dafür brauchen wir einen Arbeiter. Wir können aber einen Arbeiter rufen, ne? Ich nehme mal das Amulett mit ihm hier mit. Wir können, glaube ich, hier, Moment. Call Worker. Ja, das Wetter ist heute echt übel, das stimmt. Das Wetter ist,
Ich dachte ja auch, dass der Sturm und der Regen so ein bisschen Abkühlung bringen würde, aber nee, Pustekuchen ist einfach mega schwül jetzt. Ist einfach extrem hohe Luftfeuchtigkeit jetzt. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt mal ein bisschen clever. Ich hoffe zumindest, dass ich clever bin. Wir gehen mal ganz kurz hier runter und wir bauen hier unten ein Worker-Den. Damit wir hier ein bisschen Basis haben. Und bevor wir das dann natürlich machen, müssen wir die noch hier töten. Ach, die Meerjungfrauen, ja. Ach ja, Lady, hast du bald auch Lust, mal wieder Sea of Thieves mitzuspielen? Dann bei, zumindest bei Monkey Island dann? Das ist ja nächsten Monat schon. Das ist eine Weapon. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Waffen und so funktioniert, weil das ist hier, guck mal, ich habe keine Waffen. Das sollte doch bestimmt hier im Inventar irgendwie sein oder so. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Gibt es irgendwie... Ah, mit I. Ah. Platz dem... Achso, Dissolve für DNA. Das ist eine Waffe. Die kann ich jetzt ausrüsten. So. Das kann ich dissolven. Minus ein Attack, aber Defense hoch, das ist okay. Noch ein bisschen Defense. Ich glaube, wir haben schon ein Amulett ausgerüstet. Okay. Aber gut zu wissen, so können wir unsere Einheiten ein bisschen verbessern. So. Jetzt haben wir hier ein Ding. Ah, guck mal an. Jetzt können wir Upgrades und sowas erforschen. Hier langsam komme ich ein bisschen rein in das Spiel. Hier hinter kommen wir, glaube ich, nicht. Wir müssen irgendwo anders hin. Ich hatte das Gefühl, dass es hier oben ist. Hier, das Ritual, oder nicht? Ja, ja. Aber wie kommen wir denn da hoch? Dann müssen wir wohl über die Brücke hier gehen, wohl oder übel. Schauen wir mal. Ja, das mit dem Welpen ist natürlich ein bisschen blöd bei dir jetzt, ne? Tut mir auch sehr leid. Sauron, bist du's? Papa, bist du's? The Ancient has slept in the shadows for millennia, watching as the other races evolved and vanished. Waiting. It holds something of great value to us. Knowledge of things long dead. Secrets of this world. Aber merkt den Story-Fokus, ne, von dem Spiel, also. Wir machen eigentlich nichts, einfach nur... Slay it and consume the essence. Soon we will have all the answers. Ja, stimmt, bei Lady gibt's ja noch das Kellerproblem. Bei Lady ist öfter mal gerne der Keller geflutet. Und ich wünschte, das wäre einfach nur eine doofe Anspielung. Ist es aber nicht. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Das könnten wir überleben.
wir ganz kurz nebenher machen, ist, wir produzieren schon mal neue Einheiten. Population gap reached. Weil wir müssen ein bisschen was verloren. Okay, wir brauchen noch mal einen Arbeiter. Da ist noch ein Shield. Da sind wir auch noch einen. Ich kann auch jetzt einen Arbeiter rufen, oder? Genau. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Welche Einheit hat denn noch am meisten Leben? Die sind noch ganz gut bestellt, hier die Fernangreifer. Dann kriegen die noch ein paar Sachen. So. Wir sollten dann einmal zur Basis zurück. Weil wir auch noch hier vorne gucken könnten. Ne? Hier könnte auch noch was sein. Ich meine, die Neugier ist da, ne? Potato ist immer sehr neugierig. Ist manchmal auch mein Verhängnis, leider. Weil wenn jetzt einfach eine große Einheit ist, dann sind wir am Arsch. Also. Hier scheint aber nichts Großes zu sein. Oder nichts Interessantes mehr zu sein. Hier drüben könnte halt noch was sein. Ne? Da müssen wir über die andere Seite hin. Schauen wir mal kurz. Kann man eigentlich rauszoomen? Nee, man kann nur reinzoomen. Ich würde am liebsten mal kurz nach Hause gehen, um die Einheiten zu heilen, aber. Von nichts kommt nichts. Ne, aber hier scheint auch nichts zu sein. Na gut, dann gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Okay. Population Cap haben wir erreicht gehabt, wurde mir gesagt. Also machen wir mal Folgendes. Vielen Dank, Peter Stehmann, fürs Folgen. So. Können wir hier hinbauen, okay. Kein Problem. Kartoffelbrei? Nee. Kartoffelbrei gibt's aus mir nicht. Aus anderen gerne, aus anderen Kartoffeln, aber nicht aus mir. Ich bin geschützte Kartoffel. Ich stehe unter Artenschutz. Ich bin eine seltene Menschtoffel. Ich bin eine seltene Kreuzung. Oh. So. Ah, die ist doch schön hauptgeheilt. Ja gut, dann. Ich meine, wenn die Armee nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber wir können auch mehr produzieren jetzt im Moment. Lass uns noch mal ein paar mehr produzieren. Einfach mal schauen. Ich meine, da unten ist ein Riesenvieh. Das hat deutlich mehr Lebensenergie als das Ding, was wir gerade eben besiegt haben, ne? Ja, 1500 mehr, glaube ich. Ja, vorhin waren es 2000, die das Vieh hatte. Das sind nur... Okay, die Ereignisse sind, glaube ich, nur die Tierchen hier, ne? Die wir töten können. Na gut. Na gut, dann... Einfach total mit einer Übermacht dahin gehen. Oh, wir sollten denen vielleicht irgendwie was arbeiten schicken. Das Ding ist komplett aufgebraucht, okay. Ich meine, die haben alle nichts zu tun, so wirklich, ne? So, dann wollen wir mal schauen. Dann gehen wir mit unserer riesigen Armee jetzt darunter. Drück mir mal die Daumen, dass das jetzt was wird. Bevor du das so machst, Spiel, machen wir das so, dass du die Nahkämpfer nach vorne schickst. Weil ich will nicht, dass die Fernkämpfer angegriffen werden. Die halten nicht so viel aus. Okay. Auf dem Weg sind bestimmt auch noch Gegner. Ich sehe schon kommen. Aber schauen wir einfach mal. Ja, hier sieht es noch chillig aus.
Okay, dann auf geht's. Hä? Können wir gar nicht angreifen, oder? Oh mein Gott. Das sind zu viele Einheiten, um das zu micromanagen. Das kriege ich nicht hin mit dem Micromanagement. Ja, habe ich schon gesagt, so ein bisschen an StarCraft erinnert das schon. Ich glaube, wir brauchen neue Einheiten. Ich glaube, wir sind ziemlich tot. Aber das Ding heilt sich nicht mehr hoch, ne? Das heißt, unser zweiter Angriff wird deadly. Ja. Ich glaube, unser zweiter Angriff wird übel für das hier ausgehen. Wir kriegen aber die Items zurück, was schon mal sehr vorteilhaft ist. Wir kriegen auf jeden Fall die Items zurück. Aber wir brauchen trotzdem sehr, sehr viel zu essen. Wir brauchen sehr, sehr viel Essen. Ihr müsst mal alle irgendwie Essen besorgen, ganz ehrlich. Es ist Zeit. Wir brauchen viel mehr neues Essen jetzt. Kannst du mal ganz kurz zum Hive zurückgehen, damit du dich heilst? Ja, die Schnecke ist schon echt übel. Und mit dem Micromanagement komme ich nicht zurecht, wenn ich jetzt nicht quick auswählen kann. Ich glaube, wir gehen einfach über Masse. Masse statt Klasse. Das ist ja auch mein Lebensmotto. Masse statt Klasse. So, hier vorne kriegen wir auch noch Essen. Geh bitte alle hier hin. Weil ich will, dass sie sich hier sammeln. Ich meine, wofür haben wir so viel Essen hier in der Map? Eben, die Masse macht's. Da versteht mich jemand. Das ist der Masse-Effekt. Mass-Effekt. Okay, ich hör auf. Ihr habt gewonnen, ich hör auf. So, dann können wir den Arbeiter auch noch hier oben hinschicken. Und noch mehr Essen machen. Oder abbauen. Deswegen ja auch 1000 Crocs, genau. Die Masse macht's. More food. Yes. So. Komm, noch die Hunter und dann geht's los. Weil ich gerade mal überlegen, wir können auch noch hier ausrüsten, ne? Ich meine, alles ist besser als nichts. Das sind alles Talismane. Ich meine, wir verlieren es ja nicht, ne? Ah, dachte ich mir schon. Aber ich frage mich auch, verliert man das auch über die Maps hinweg nicht? Weil dann könnte das ganz schön mächtig sein. So, wir haben alle Einheiten gebaut. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen kleiner als gerade eben unterwegs, das stimmt schon. Aber das Vieh hat auch nicht mal so viel Lebensenergie, ne? Ach komm, wisst ihr was? Wir bauen noch mal ein paar. Gollum ist hungrig. Ja, nee, das Vieh da unten ist Gollum, ganz ehrlich.
Also ich muss sagen, erstaunlich schon, dass das Spiel, also es hat eigentlich relativ gute Bewertungen auf Steam, aber es wurde, glaube ich, noch nicht so oft gekauft. Leider seit 2016 ist schon draußen, ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Weil ich finde das jetzt nicht schlecht, also ich finde, es ist solide bisher. Das ist Gary, aber mutiert, ja. Das hier könnte auch alles im Meer spielen, unten und des Meers. So. Du kommst nach hinten. Ist eigentlich relativ egal, welchen wir nach vorne schicken, weil das Ding sowieso alles Mögliche platt macht. Die kleinen Einheiten sind sowieso sehr schnell tot. Die sind eigentlich nur dafür da, schnell Schaden zu machen. Ich meine, wir haben jetzt eine ordentliche Größe von der Armee, aber ob das was wird, fraglich. Hat er sich geheilt? Nee, hat er nicht. Das wäre jetzt das Schlimmste gewesen, was passieren hätte können. Dass der sich heilt. Hi Pompey, schön, dass du da bist. Das freut den Publisher des Spiels bestimmt auch, dass ihr alle da seid. Yes. Jetzt konsumieren wir ihn. Achievement. Yay! Damit würde ich sagen, es ist der erste Part einfach, ne? Perfekt, die erste Mission, erster Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren, stellt mal immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!